Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Better Vanilla Mod. So, ich wollte eigentlich nur schnell nach Hause leer machen und dann ja wieder zur Quest latschen. Jetzt habe ich aber festgestellt, wir müssen unbedingt was essen. Die Sachen hier im Feuer, die köcheln gerade fertig. Ein Teil habe ich schon rausgenommen. Und wir müssen auf jeden Fall was essen. Ich würde sagen, wir hauen uns mal hier die Nudeln rein. Die bringen schon mal ein bisschen was. Hier so eine gebackene Kartoffel können wir auch noch drauf schippen oder sogar zwei. Wie viel haben wir denn? 34. Ja, da fehlt noch ein bisschen, ne? Jetzt haben wir 44. Wir sind bei 54. Alles klar, das passt. So, dann nehmen wir uns den hier noch. Obwohl, der macht auch 22 Nahrung. Ne, dann nicht. Dann nehmen wir uns hier so einen Tee. Trinken den mal. Dann haben wir 30. Ja. Das Wasser nehmen wir noch raus. Und stopfen das noch da rein. Schmeißen noch ein bisschen Holz nach, dass wir auf 13 Minuten kommen oder so. So. Okay. Dann haben wir noch hier diese Quest. Die würde ich einfach mal lesen. Mit dem WLAN-Kabel kannst du das Faxgerät bauen und viele weitere Quests erlangen. Okay, in den Faxquests kannst du das Better Vanilla-Item erhalten, womit Werkzeuge, Waffen und Munition verbessert werden können. Ah, da kommt das her. Das braucht man nämlich, wenn man hier eine Steinaxt Level 2 bauen will, braucht man dieses Better Vanilla-Item. So, und das hier sieht nach einer Aufgabe aus, die du erledigen solltest. Okay. Ja, gut. Nehmen wir die auch noch an. Jetzt haben wir die zweimal, die Quest, oder was? Bürger von White River 2. Na gut. Verdiene dir das WLAN-Kabel durch die letzte Startquest. Du kannst Zombies töten oder Ressourcen abbauen. Man kann beide Quests abschließen, also kann man zweimal das WLAN-Kabel sich erarbeiten. Okay. Und was müssen wir da machen? Wenn wir die jetzt verfolgen? Any Zombie töten. 250. Holz sammeln. Ah ja, okay, es sind nur zwei verschiedene Quests. Alles klar. So, wir wollten ja eigentlich die hier machen. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch was zu mampfen mit. Leere Gläser packen wir da rein. Wir nehmen uns einmal Spaghetti mit. Wir nehmen uns zwei Tee mit. So, ich habe die Munition dabei. Ich habe die 9mm dabei. Wir haben auch irgendwo ein Reparaturkit. Beziehungsweise zwei. Wir haben 100 Pfeile. Sollte eigentlich passen, ne? So, Steinaxt. Wir können schon Stufe 4 Steinaxt bauen. Dann haben wir das freigeschaltet. So, warte mal. Fertige. So, die kann man... Ich kann die schon wieder nicht verändern hier. Das gibt's da nicht. Hier kann ich die verändern. Das ist ja vielleicht nervig. So, dann können wir die hier zerlegen. Und die Schaufel wird auch schon Stufe 4. Gut, wir haben noch nicht mal die Dreier benutzt. So, zerlegen. Die Vierer ist da unten. Und den Speer, der ist auch schon Stufe 2. Tun wir den zerlegen. Kriegen wir den da runter. Sehr gut. Pflanzenfasern wieder da rein. Wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Pfeile, wir haben alles da. Den Knüppel können wir aber noch nicht besser machen, oder? Nee. Okay, dann müssen wir den hier reparieren. Das reparieren. Und dann geht's los. Auf zur Quest. Ich habe hier mir mal provisorisch so einen Turm hier dran gebaut, dass ich mich hier hoch und runter framen kann. Für den Anfang. Ne, irgendwie müssen wir ja da hochkommen in unsere Base. Wollte erst da hinten an dem Ding das machen, aber das war dann doch nicht so wirklich praktisch. So, okay, 300 Meter müssen wir laufen. Wir haben ja schon ein paar Magazine gelesen, auch Fahrzeugmagazine. Ich weiß gar nicht, wir können ja mal gucken. Skillpunkt haben wir keinen. Fahrzeuge. Oh, wir können schon ein Fahrrad bauen. Wir können ein Fahrrad bauen. Okay. Brauchen nur einen Lenker und einen Rahmen. Was brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir eine Werkbank für. Werkbank. Da brauchen wir noch 6 Arbeitsstationsdinger. Okay.
Oder wir finden eine funktionierende Werkbank, was allerdings sehr, sehr, sehr selten ist mittlerweile. Kann mich auch nicht dran erinnern, in der Alpha 21 je eine funktionierende Werkbank gefunden zu haben. Aber nun gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So, jetzt geht's erstmal auf zur Quest. Da stehen Briefkästen. Warte mal, die nehme ich noch schnell mit. So. Sehr gut. Platsch. Mitten reingetreten in die Soße. Immer schön mitten in die Soße rein. So, in dem Diner da waren wir ja letzte Folge. Und haben da ein paar Zeitschriften gefunden, auch zum Lebensmittel herstellen. Jetzt geht's erstmal hier ins Bestattungsunternehmen. Das ist doch toll, das finde ich gut. Das wird bestimmt lustig. Haha. So, machen wir schnell noch einen Screenshot. Immer diese Bestattungsunternehmen hier. So, okay, kann losgehen. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Doppelloot machen soll. Sollen wir hier zweimal durchlatschen durch das Ding? Hier stehen noch Autos. Leer. Leer. Bin ich hier mal durch? Ja, scheinbar, ne? Hier bin ich wohl schon durchgelatscht. Ein Kartoffelseed. Stufe 1. Ja, komm, wir gehen mal rein hier. Guten Tag. So. Schauen wir uns mal schnell hier so ein bisschen um. Hier gibt es auf jeden Fall Bücher. Das ist sehr gut. Selbstgebautes Gewehr, Qualität 2. Ach, ich glaube, ich habe die Dietriche nicht mitgenommen, ha? Shit. Da gibt es bestimmt ein Safe drin oder so. Da, oh, das ist eine Zwischendecke. Das ist gefährlich, das hier. Wenn du hier reingehst, ey, nachher plumpsen die hier runter. Ah, oh, oh, der ist verrat. Verbände mit, ich Idiot. Ich habe keine Verbände mitgenommen. Scheiße. Das ist nicht gut. Jetzt sind wir auch noch verstrahlt. Da bin ich auch mal wieder richtig gut angegangen, richtig professionell. Merkt man gar nicht, dass ich schon seit fast 10 Jahren 7 Days spiele, ne? Oh Mann, hä? Oh, hier. Schwester Marie. Die hat gerade ihren eigenen Namen gebrüllt. Marie! Müssen wir wohl doch mal gleich noch gegenüber in den Pillenladen, wa? Aha. Wo ist der Kollege?
Oh, so was Doofes aber auch, wa? Er hat sich selbst gelöscht. So, hier das Krematorium durch. Achso, dann geht's da hoch. Ah ja, warte mal. Hier gibt's nämlich noch Fett und Knochen und Nitrat. Das nehmen wir mit. Das ist genau das Richtige, das ist genau das, was ich brauche. Hier im Leichenkeller. Ich glaube, wir haben eine Antibiotika zu Hause, ne? Wo ist denn der Geier, der hier immer kommt? Kommt wohl doch nicht, wa? Sonst kam doch hier immer ein Geier an oder so. Mann. Treff nichts mehr. Toni Mahoni. Wie kann der denn daneben gehen? Lara. So, jetzt komm raus da aus dem Schacht. Ja, daneben nicht. Ach nee, wir haben ja da den Helm an. Noch jemand hier? Medizinische Vorräte. Ich glaube, die haben wir schon an, oder? Aber in Stufe 2, okay. Da haben wir einen Verbandskasten. Okay, gut. Hier, Poppenpilz. Mit bisschen Glück. Dann nicht. So, okay. Gut. Das war Runde Nummer 1. Na dann, setz mal hier zurück. Machen die Autos hier nochmal leer. Und gehen da nochmal durch das Ding. Oh cool. Ditches Tools, das ist gut. So, den hier noch. Den Kollegen hier. Ein paar Seeds gefunden. Sehr schön. So. Die Quest ist ja nur minimal schwerer wie jetzt hier der Poi, wenn du den leer... Wenn du den so lootest, oder? So, schnell noch einen Schluck Energy Drink getrunken. Kann losgehen mit dem Double Loot. Hier, Tech Planet, da ist ein Dietrich, ja perfekt. Der Dietrich von Friedrich. Er wieder. Klong, kling, klong. Hm.
Vielleicht haben wir ja doch noch das Glück und finden irgendwo ein Antibiotika. Oh. Primitiver Bogenqualität 2. Das ist gut. Steinwerkzeuge Qualität 5. Das geht aber echt extrem schnell. Selbstgebaute Schrotflinte Qualität 2. Wieso geht er denn so extrem schnell mit den Steinwerkzeugen? Baumwollseeds. Warte mal, so, dann baue ich mir mal gerade einen Bogen. Hier, den besseren. Ach, da fehlen mir wieder Pflanzenfasern. So, können wir den zerlegen. Dann haben wir den etwas besseren Bogen da. Gut. Der macht wenigstens 2 Punkte mehr Schaden. Ist der wieder feral, der Kollege? Der ist wieder feral, das war ja klar. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das hat gut funktioniert. Der Rest hier. Da kommt Chantal. Jetzt rennst du weg. Hey, hier geht lang. Blöde Kuh, wo rennst du denn hin? Ich muss noch mal in die Küche, ich hab den Herd angelassen. Wo rennt die jetzt hin, die Olle? Ach, jetzt hast du es geschnallt, oder was? Ist ja Wahnsinn. Bin stolz auf dich, Baby. Oh, ja, kein Wunder, dass du so kopflos bist. Mann, oh Mann, ey. Man dreht sich rum und haut einfach ab, die Alte. Hä? Oh, ey. Diese scheiß Rumkrabblerei da. So, wir haben Skillpunkt bekommen. Dann, warte. Standhaftigkeit. Vom Landleben. Wir brauchen Stufe 5, ne? Dann kriegen wir viel mehr raus. Obwohl wir haben hier, die Seeds bleiben ja drin. 50% Chance, eine zusätzliche Feldfrucht zu ernten. Ja, komm, wir machen den hier rein. Geschwächt. Okay. So langsam wirtet. Oh, hier sind 2 so Dinger drin zum Looten. Ja, da komm her, kleiner Feuerteufel, du. Was macht denn da? Ganz schön heiß da, ne? Oh, das Feuer scheint ihm nichts zu machen, ne? Das ist ihm scheinbar egal, dass er da fackelt. So. Dann geht's hier hoch. Könnte sein, dass da oben im Turm noch eben was drin war, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Obwohl, ich lasse das da mal dran. So, einmal.
Aha. Leicht aufgeplatzter Kopf. Da liegt noch ein bisschen Müll. Und da auch. So, wir haben 18.59 Uhr. Da haut doch gut hin mit dem Timing. Schrotmunition. Oh, hier. Gut. Ein besserer Verband. Nähset. Und noch was zu lesen. Sammelwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Stufe 1. Cool. Achso, warte. Ich wollte nochmal zurück. Wir gehen mal ganz kurz da hoch. Der Turm da, der kommt mir... Der Turm ist mir so suspekt. Ich hab's geahnt. Na, das hab ich nicht geahnt, aber... Aua. Gib mein Pfeil her. Ja, runterglitscht. So, das hier müssen wir noch mitnehmen. So. Aber dass da noch ein Zombie drin ist, dann hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Krass. Wie sind der hier reingekommen? Ein Verband. Okay. So, jetzt haben wir aber alles. Quest abgeschlossen. So, ist zu. Dann auf zum Händler. Wie weit ist denn das bis zum Händler? Nochmal 300 Meter. Könnten wir aber gerade so schaffen. Wir müssen nur blöderweise gerade ums Diner drum rumrennen. Dann gehen wir da mal schnell hin und geben die Quest ab. Ist halt blöd, wir sind halt dadurch, dass wir jetzt hier verstrahlt sind, haben wir so noch weniger Ausdauer gerade. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Da ist auch noch so ein Checkpoint, sehe ich ja jetzt erst. Hier, Antikes. Gutes, antikes Zeug. Na, das Wasser nehme ich doch gerne mit. So, schnell zum Händler rein. Oh, moin Kollege. Wo ist er denn? Hier oben. Thank God you did it. Great Jo. Job, Traveler. Bauplan, Waffen, Taschenlampe, Mod, strukturelle Klammer, Kohle. Strukturelle Klammer. Verringert die Abnutzung von Werkzeugen. Ne? Ja gut. Hast du andere Aufgaben? Pass and Gas. Fats Foods. Fats Foods. I could really use some well already. So, machen wir das noch. Hast du zufällig irgendwie medizintechnisch ein Glas Honig für mich? Ja, das ist doch gut. Much obliged, stranger. So, benutzen wir das mal. Darf ich dein Inventar sehen? Das kannst du haben. Das. Die Schrotmunition, die Handwickel kannst du auch haben. Da die Teile und das Messing. Und hier die Testosterongedönse. Vorschlaghammerteile kannst du von mir aus haben. Und den Rest nehme ich erstmal mit. So. Was hat er denn noch hier?
Wir brauchen auf jeden Fall so einen Wasserfilter, ne? Oder so einen Tausammler, ne? Müssen wir mal irgendwann... Ja, was hat er denn an Büchern? Forge Ahead. Arbeitsstation. Kostet 300. Jetzt müssen wir eins kaufen. Y'all come back now. Schmiede. Oh, Gott sei Dank. Endlich. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Dann können wir die hier ja noch verändern. Machen wir die strukturelle Klammer da rein. Und hier in das Teil hier machen wir die Kühlmaschen-Mod. Kann ich nicht eine Alteisenrüstung? Mal Brust. Alteisen-Brustpanzer könnte ich mir bauen, ne? Was fehlt uns denn? So, ein Brustpanzer. Und wir machen, wir zerlegen mal hier die Stühle. Nehmen wir Leder raus. Was fehlt noch? Achso, Eisen. Okay. Na, das finden wir schnell. So. Okay, das heißt, jetzt erstmal wieder nach Hause. Nach Süden. Da ist ja sowieso unsere Quest irgendwo in der Nähe. Ja, genau. Porky, renn noch gut durch den scheiß Stacheldraht durch. Weil du drauf hast. Weil du Seven Days Profi bist und das Spiel ja schon seit Ende 2013 oder Anfang 2014 spielst. Und trotzdem renn ich Idiot durch so einen scheiß Stacheldraht, ne? Das gibt's gar nicht. Ich habe auch mal meine Stunden auf Steam angeguckt, ne? Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Ich glaube, Steam denkt sich einfach nur so, wie lange will der denn eigentlich noch spielen, ne? Weil die Stunden zählen nicht weiter bei mir. Also ich habe definitiv mehr Stunden auf dem Tacho, wie Steam mir aufgeschrieben hat in 7 Days. Da stehen irgendwie 2900 Stunden oder so drin. Oh, Stufe 3 poltert hier. Da kommt eine Klapperschlange. So. Ich würde sagen, wir besorgen uns jetzt mal hier so ein bisschen Holz. Auf dem Heimweg. Weil wir das auch unbedingt brauchen, das Zeug. Ich weiß eigentlich, mit meiner Infektion geht die weiter runter? Ja, die geht noch weiter runter, okay. Oh, es regnet mal. Es regnet sehr, sehr wenig hier in dem Modpack. Das ist nämlich extra sogar so geändert worden. Finde ich auch gut so. Wer braucht schon Regen hier in dem Spiel und Nebel? Kann mal passieren, aber es ist definitiv weniger als im Original, ne? Ja, jetzt haben wir nicht genügend Ausdauer. Wir müssen sowieso was trinken und auch was essen. Machen wir mal. So, machen wir uns den hier mal. So, wo ist mein Brustpanzer? Hier, tragen. Hatte ich nicht noch eine Kühlmaschen-Mod? Die haben wir schon eingebaut, ne? Mal gucken, wie weit die Infektion runtergeht. Ich hoffe, ich kriege die mit dem einen Honig da weg. Skillpunkte haben wir keinen, okay. Oh, ganz nett hier. Schön hier. So, bring die Vorräte zurück. Ach, das ist der Diner, in dem wir drin waren. Alter, das ist ja nicht schlecht. Dann müssen wir da nochmal rein, sozusagen. Aber das würde ich lieber tagsüber machen. Weil da ist sowieso schon alles duster in dem Ding. Würde jetzt erstmal versuchen, hier mal ein bisschen Holz an den Start zu bringen, dass wir
an unserer Base mal ein bisschen bauen können, ne? Dass wir da mal irgendwie ein Dach über den Kopf kriegen oder so. Oder zumindest mal irgendwie ein bisschen absichern und verstärken können, so hier und da, ne? Ist ja auch wichtig. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob wir da wirklich wohnen bleiben sollen. So schön wie da auch ist, aber ich würde lieber eigentlich gerne ganz woanders hin. Aber dazu müsste ich mich erstmal umschauen hier, ne? Vielleicht mache ich das mal offline. Schauen wir mal die Karte noch ein bisschen an. Denn ich habe da ja noch was vor. Und umso mehr Kram sich ansammelt, umso schwieriger, umso mehr ist es beim Umziehen, ne? Wenn wir dann irgendwann mal sagen, wir wollen irgendwo anders hinziehen. Oder man lässt alles stehen und baut alles neu und nimmt nur das Wichtigste mit. Das kannst du natürlich auch machen, ne? So, 22 Uhr. Bei dem Zombie-Spawn, der hier herrscht, gucke ich mal jetzt mal, dass ich mal nach Hause komme. Aber wir kommen doch ganz gut voran. Wo wohne ich denn? Da, in der Richtung, okay. Und dann ist Tag 2 auch schon vorbei. Komischerweise sind jetzt gerade keine Zombies hier unterwegs, ne? Vielleicht ist heute Feiertag oder so, ich weiß es nicht. Doch, da steht mal einer. Na ja, gut, ich will es nicht herausfordern. Ich will es gar nicht herausfordern. Ah ja, okay. Also echt duster, ne? Dadurch, dass wir noch keine Helmlichtmod nix haben, ne? Siehst du hier gerade mal gar nichts. Da ist bestimmt auch eine gute Lagerkiste oder so irgendwas drin. Aber im Dunkeln gehe ich da jetzt nicht rein. Das muss nicht sein. Hirsch. So, da vorne wohnen wir doch. Das Schöne hier an der Stadt ist, hier gibt es überall kostenlos Stahl. An jeder blöden Straßenlaterne. Das ist schon mal nicht verkehrt. So. Dann auf hier hoch. Wir könnten eventuell mal hier mit der Treppe beginnen, ne? Warte mal. Hat ja schon ein bisschen drauf rumgekleppert auf dem Ding. Dauert halt immer noch lang. Ja, gut. Vielleicht doch eher erst mit einer Eisenpickaxe. So. Okay, wie viel Holz haben wir denn? 1500. Dann können wir uns ja mal noch... Machen wir mal noch 30 Baublöcke. Können wir die zumindest mal hier reinbauen? Hier, da sitzt ein Block, ne? Das ist... hier, das blöde Ding hier. Da sitzt auch so ein Teil. So eine kleine, blöde Mini-Ecke sitzt da. So. Das mal aufwerten.
gibt auch ein paar EP, das ist immer schön. Und dann machen wir erstmal Inventar leer und gucken mal, wie wir hier die Nacht rumschlagen. Aber wir sind auch sowieso mit der Folge soweit durch. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Ich räume schon mal aus, reiß ein bisschen Zeit hier von der Nacht runter. Passiert ja sowieso nichts gerade. Müsste mal gucken, ob nicht das hier noch irgendwo so eine scheiß Leiter hängt. Ach so, hier war die Leiter, ne? Aber die war kaputt. Die ist hier unten abgerissen, ne? Das hat man schon geguckt. Die geht nur bis in die Hälfte oder so. Ja. Würde sagen, so machen wir das. Ich mache hier noch zu gerade. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Dann ist es wahrscheinlich schon wieder morgen. Und dann können wir hier gemütlich weitermachen. Mal schauen, wo wir dann hingehen, oder in welche Richtung wir gehen. Wir sind jetzt halt hier. Ja, wir sind relativ in der Mitte. Hier wäre die Mitte von der Karte. Ne? Hier. Da ist die vertikale Mitte. Und wir sind etwas südlich. So, mal schauen. So, hier in der Richtung hier irgendwo würde ich mal tippen. Da hinten sieht man ja auch im Südwesten, ne? Da hinten, da sind Berge. Wir brauchen Berge. Das ist das, was wir brauchen. Für das, was ich vorhabe. Okay, gut. Dann mache ich mal Inventar leer. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Ne? Macht's gut. Bis denn. Tschüss.